Hallo zusammen, heute gibt es neben meinem Geburtstag auch noch eine andere Aktion, nämlich vom Anime-YouTuber Kurono. Der hat diese Ani-Rescue-Aktion gestartet, sag ich mal. Er hat uns halt angefragt, ob wir mitmachen wollen. Ich habe mir gedacht, hey, wieso nicht? Ich mag sowas sehr gerne. Und ihn und hoffentlich auch alle anderen Teilnehmer findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn nicht, dann sucht einfach mal bei der YouTube-Suche nach Ani-Rescue und schaut euch jetzt mal das Video an und wenn ihr Bock habt, dann macht doch einfach auch ein Video mit diesem gleichen Titel und ja, teilt es ruhig fröhlich weiter. Also, ja, wird uns freuen. Worum geht es in dieser Aktion? Es ist ja so, dass in Deutschland oder generell allgemein die Piraterie von Anime doch relativ verbreitet ist. Das heißt, wir haben Streams und bla 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 bla. Aber man sollte teilweise auch für die Werke zahlen. Man sollte sich auch mal denken, hey, das ist doch mal auch eine coole Aktion oder das ist eine coole Veröffentlichung, das ist ein cooler Anime, den kaufe ich dann auch. Und das ist auch diese Message, die mit dem Video verbreitet werden soll. Man soll einfach mal mehr auf die Produkte, sag ich mal, zugehen und halt auch einmal sagen, hey, lieber Publisher, du hast eine gute Arbeit geleistet, kaufen wir das doch mal. Gut, ich persönlich habe ja auch nicht so viele Sachen, aber zum Beispiel Klassiker sind ja auch immer was Tolles. Hier Wandel, das Schloss von Hayao Miyazaki, wobei ich das jetzt zum Beispiel auch von Rebuy habe. Ist auch immer noch toll, es ist eine gute DVD und ich finde sowas braucht man auch mal auf DVD, finde ich persönlich, also es nicht nur Stream oder auch zum Beispiel ausländische Veröffentlichungen. Das hier haben wir jetzt Shakugan no Shana. Das habe ich mir aus den USA mitgenommen. Das ist auch ganz cool. Oh, das werfe ich übrigens alles gratis auf mein Bett. Also nur, dass ihr wisst. Das hier sind Postkarten. Die waren bei der Box von den Madoka-Filmen dabei. Das ist, wenn ich ehrlich bin, so das, ist das teuerste Anime-Ding, was ich mir bis jetzt erworben habe. Das habe ich jetzt auch schon bestimmt ein Jahr lang und ich habe es noch nie bereut, weil ich persönlich großer Madoka-Fan bin. Da gibt es auch noch eine Review dazu, den ersten beiden Filmen, obwohl das nur ein Recap ist. Aber es ist eine wunderschöne Veröffentlichung. Ich kann euch hier mal ganz kurz zeigen, weil so habt ihr die wahrscheinlich im deutschen Raum auch noch nie gesehen. Also wir haben hier das Booklet drin. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Hier haben wir auch nochmal so ein Werbung. Hier, das ist das Materialbuch, das ist halt nur in Japanisch, da gibt es auch noch eine englische Übersetzung mit dazu. Dann haben wir die beiden Filme drin. Sowie. Hier, Film 1 ist das weiße, Film 2 ist das schwarze und hier noch zusätzlich ein Soundtrack. Finde ich persönlich schon ganz cool. Vor allem, wie gesagt, ich bin großer Madoka-Fan. Warte mal, ich kann euch noch ganz kurz dieses Materialbuch zeigen. Es ist so ein bisschen. Ja, wie sage ich mal. Es geht so auf, gut. Da haben wir so ein paar Zeichnungen drin und. Ups, ihr seht es nicht so. Und ein paar Beschreibungen. Ich habe mir das auf Englisch schon mal durchgelesen, aber das ist schon so lange her. Da stehen ein paar Sachen zum Film drin, wie der gemacht wurde und sowas von schafft. Also. Ein paar Zeichnungen. Das finde ich schon ganz cool und. Sowas lohnt sich auch für Fans durchaus mal, finde ich persönlich. Oh, jetzt krieg ich's wieder nicht zu. Ich bin echt so schlau. Ich schaff das aufzumachen, aber nicht zuzumachen, ey. Ah, jetzt geht's wieder. Ach, wunderbar. Auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt kann ich ja außen auch nochmal zeigen, was was ganz, 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 ganz Tolles. Wirklich, also das ist meine schönste Veröffentlichung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da habe ich auch in meiner Posterwand zwei von diesen Postkarten hängen. Das gibt's doch nicht, das muss ich jetzt in Ruhe nachher machen. Ich bin auch so schlimm. Dann habe ich zum Beispiel hier auch solche Kaon-Boxen. Das ist ja auch was ganz, ganz Tolles. Wie gesagt, ich habe ja sogar erst eine Kaon-Review gemacht. Das war, glaube ich, sogar die letzte, wenn ich mich nicht irre. Kaon ist ja eine tolle Serie und ich finde auch die Veröffentlichung relativ schön mit dieser etwas festeren Pappbox. Ist auch cool. Aber ich finde, man sollte ja nicht nur unbedingt nur Anime-DVD kaufen. Man kann zum Beispiel auch Mangas sich holen. Da habe ich jetzt provisorisch einfach mal den hier gerade da. Das ist Yoka Band 1. Ist auch was Schönes. Oder beispielsweise auch mal JRPGs. Da haben wir jetzt Atelier Satori. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht.
Habe ich bis jetzt noch nicht angezockt, habe ich mir auch erst geholt, gebraucht bei GameStop. Ist ganz cool, hoffe ich mal. Ich habe auch noch nie in die Reihe reingeschaut, also ich hoffe mal, es ist geil. Es hat mich zumindest vom Cover her angesprochen und von dem, was hinten so drauf war. Aber gut. Man muss aber zum Beispiel auch nicht nur sowas holen, man kann sich auch anderen Fanstuff holen. Auch wenn das vielleicht in Deutschland nicht so verbreitet ist. Bei Acronia beispielsweise kann man diese Figuren hier ganz gut erwerben. Die habe ich jetzt von eBay, die habe ich von Acronia. Wer es nicht weiß, das ist Kaede Erschaffel und das hier ist die liebe Kuroneko aus Oraimo. Das sind auch zwei schöne Figuren, kann man absolut nicht sagen. Aber wer wäre ich denn, wenn ich QWERTY nicht nutzen würde und mir nicht ab und zu mal auch tolle T-Shirts holen würde? Das ist aber auch so eine Sache. Ich versuche jetzt auch öfters bei QWERTY reinzuschauen und mir T-Shirts da zu holen. Ich habe auch eins mit Totoro drauf, das ist auch echt cool. Und das hier ist von Prinzessin Mononoke und das hat mich auch angesprochen. Und wie gesagt, in letzter Zeit habe ich öfters mal reingeschaut, okay, das war jetzt das Einzige, wo ich gesagt habe, hey, das kaufe ich mir. Aber ich muss sagen, die werden von den Prints echt eigentlich immer relativ konstant gut. Das da und das andere haben bis jetzt immer gehalten. Kann man sich echt nicht beschweren. Das ist relativ gute Qualität von den T-Shirts her, da kann man echt nichts falsch machen. QWERTY lohnt sich. Und um jetzt mal so das Allgemeine zu sagen, um diese Message, sage ich mal, ein bisschen zu unterstützen. Wir wollen ja alle, dass Anime im Grunde niemals untergeht, dass unser Hobby, dass unsere Leidenschaft, sage ich mal, immer weiterlebt. Aber da muss man halt auch mal eingreifen und sagen, hey, ich kaufe ab und zu mal was. Du musst nicht immer was kaufen. Und du musst auch nicht immer sagen, hey, ich kaufe mir jeden Scheiß. Aber ab und zu, da sollte man schon mal die Anime-Serien unterstützen. Oder sagen, hey, ich habe jetzt mal richtig Bock, mir das Ding, den Film oder die Serie oder den Fanstuff zu kaufen. Ich denke, dieses kleine Opfer sollte man schon ab und zu mal bringen, um sein Hobby zu unterstützen. In Japan ist es ja so, die meisten Serien sind ja darauf ausgelegt, auf Verkaufszahlen. Animes sind mittlerweile fast immer nur deswegen da, weil sie den Manga promoten sollen oder einfach viel Geld herschaffeln sollen. Das ist in meinen Augen dann wieder ein bisschen blöd, weil viele einfach tolle Serien, nur weil sie halt von den Verkaufszahlen nicht so toll ankommen, einfach eingestampft werden und dann keine zweite Staffel produzieren. Das ist wiederum falsch. Im deutschen Raum ist es so, dass mittlerweile ja vor allem 2014 echt viele Animes lizenziert wurden. Also das kann man echt nicht sagen, dass da nicht viele Sachen lizenziert wurden. Vor allem in dem Streaming-Bereich sind da echt viele Sachen zustande gekommen. Wir haben ja diese Simulcasts. Und da hat, finde ich, jeder Publisher in gewissem Grade schon mal ein Stückchen sich gesteigert in den letzten ein, zwei Jahren. Und es ist natürlich schön. Ich unterstütze es auch sehr, sehr gerne. Ich bin auch zum Beispiel großer Crunchyroll-Fan. Crunchyroll kennt ihr sicher auch. Da könnt ihr einfach für 5 Dollar oder 5 Euro im Monat alle Animes da gucken mit Untertiteln. Finde ich persönlich auch toll. Und sowas sollte man halt einfach generell unterstützen und das mache ich auch. Gut, ich bin jetzt auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich will ja nichts Falsches sagen. Auch wenn ich jemand, der immer sich etwas kauft, also ich habe mir jetzt auch schon länger als eigentlich nicht mehr was erworben, aber es liegt einfach daran, dass es zum Teil auch so Sachen sind, wo ich sage, weiß ich nicht. Das geht mir eher ein bisschen am BIM vorbei. Sowas wie Steins Gate werde ich mir dann auch wiederholen, Kill la Kill will ich mir auch holen. Oder beispielsweise, wenn es dann irgendwann mal rauskommt, Nisekoi und lauter sowas. Also das sind schon so Sachen, die kann man sich schon mal holen und die sind auch am Fernseher geiler als jetzt am Laptop. Aber ja, es mag natürlich auch Geschmackssache sein. Ich persönlich finde einfach, man sollte diese Publisher, also auch die Manga Produzenten, was haben wir denn zum Beispiel, Egmont oder Tokyopop? Und im Publisher-Bereich in Deutschland haben wir jetzt zum Beispiel Kaze oder Peppermint Anime, die sollte man eigentlich alle mal unterstützen, ab und zu. Auch wenn meiner Meinung nach die Preise ein bisschen hoch sind, die sind immerhin schon besser geworden.
Was ich persönlich einfach schon mal angesprochen hatte, ist ja diese Veröffentlichungspolitik, die finde ich ein bisschen blödsinnig, weil da einfach so ein großer Zeitraum dazwischen liegt. Ich finde, das sollte man ändern und dadurch würde eventuell in Deutschland auch so ein bisschen mehr gekauft werden, wenn man nicht unbedingt nach der Erstveröffentlichung vom Volume 1 auf die Volume 4 nochmal ein halbes Jahr warten müsste. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Jedenfalls, ich hoffe, ihr habt die Message gekriegt. Aber ich denke, das sollte soweit angekommen sein, weil ich das jetzt schon das eine oder andere Mal im Video erwähnt habe. Unterstützt die Publisher einfach mal ab und zu. Wie gesagt, ihr müsst das nicht jeden Tag machen, ihr müsst es nicht mal jeden Monat machen. Ab und an sollte man sich seinem Hobby halt auch mal ein kleines Preischen gönnen, sage ich mal, und irgendwie Anime oder Manga einkaufen gehen. Und als kleiner Endsatz wurde mir geraten zu sagen, machen wir das Unmögliche möglich. Und das kann ich euch nur auf den Weg geben, aber nicht nur auf die Situation, dass wir das Anime Deutschland, sage ich mal, ein bisschen nach oben treiben mit unseren Videos, mit unserer Kaufkraft oder sonstigen. Nein, das gilt auch allgemein, finde ich persönlich, für euer Leben. Macht das Unmögliche in eurem Leben möglich. Macht einfach das, worauf ihr Bock habt. So schaut's aus. Und wie immer gilt natürlich alles, wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann macht doch ganz einfach eine eigene. Ich hoffe, ihr schreibt fleißig in die Kommentare rein. Macht auch Videos zu dieser Ami-Rescue-Aktion. Schaut auch bei den anderen rein. Hoffentlich stehen sie drin, wie gesagt. Wenn nicht, dann sucht. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß mit dem Video. Das ist doch immer das, was Entertainer so im Prinzip wollen, dass die Zuschauer Gefallen in den Videos finden. Und mehr kann ich euch, wie gesagt, jetzt gerade nicht so auf den Weg geben. Macht euch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann. Bis dann, euer City Blue. Ciao.